Ja, guten Abend alle zusammen. Ich gebe erstmal ein paar organisatorische Hinweise, bevor ich hier in den Abend einsteige. Wir werden die Veranstaltung aufzeichnen. Das bedeutet, dieses Podium hier vorne wird aufgezeichnet und auch Tonaufnahmen werden getätigt. Das heißt, auch für die spätere Diskussion, sollte da jemand ein Problem mit haben, sollte er sich vielleicht überlegen, wie meldet er sich. Das heißt auch, ob er einen Namen nennt oder auch nicht. Und was sagt er da? Also da will ich nochmal drauf hinweisen. Ansonsten freue ich mich, dass diese Veranstaltung so gut besucht ist, denn ich erinnere mich, vor knapp einem Jahr haben wir uns auch versammelt im Hörsaal drüben im H1 zum Thema Helmut Schmidt-Bild und haben die ganzen Hintergrundproblematik einfach mal diskutiert und haben da gesehen, dass es ein großes Interesse gibt, diese Thematik auch einfach mal zu diskutieren und sich damit zu beschäftigen, es vielleicht auch Mängel geben könnte in der Offizierausbildung dazu. Und wir als studentischer Konvent dann entschieden haben, okay, wir sollen alle Interessen vertreten und diese Interessen gehören dazu. Das heißt, richtige Schlussfolgerung ist, dass wir auch einen Referenten für Führungskultur ernennen, neben Referenten wie für Sport und Freizeit oder Familie, Umwelt, Soziales. Auch Führungskultur zu unseren Aufgabengebieten gehört. Und deswegen haben wir damals den Kameraden Ivan Ruppel und Thomas Lindbecker die Aufgabe übergeben, dort ein Referat aufzubauen, was sich mit diesen Themen Identität, Tradition und Führungskultur beschäftigt. Und die beiden haben natürlich direkt mit einer Hochgradveranstaltung begonnen, damals mit General A.D. Spindler. Der Raum in der OHG war völlig voll, er war besucht. In den hinteren Reihen haben die Leute schon stehen müssen, weil wir keine Sitzplätze mehr anbieten konnten, weil die OHG nicht mehr Stühle hatte. Und ich denke mal, heute Abend wird das ähnlich erfolgreich sein. Ich meine, ich sehe das ja, die Ränge sind voll. Und deswegen will ich mich auch hier nochmal für unsere neuen Referenten bedanken, denn dieses Jahr gab es einen Wechsel. Der Kamerad Max Philipp hat mit dem Kameraden Jan-Philipp Schuster dieses Referat übernommen und haben diese Hochgradveranstaltung initiiert. Und wenn ich an die Sitzungen des Referats Führungskultur denke, dann denke ich an Seminarräume mit mindestens 15 Mann, die dort über solche Themen hier diskutieren und sich überlegen, wie kann man das an den Mann bringen, wie können wir eine Plattform für die Studenten hier bieten. Und so ein bisschen Eigenwerbung, wer da also Interesse hat, sich zu engagieren, sollte sich vielleicht auch im Anschluss einfach mal mit dem Kameraden Max Philipp einfach mal auseinandersetzen, mit ihm sprechen, sich mal melden, einfach mal angucken, was die so machen, falls ihr eigene Ideen habt. Und neben denen, die das hier initiiert haben, für die auch der Dank gilt, möchte ich auch noch unsere Diskutanten begrüßen. Zum einen haben wir da den Oberstleutnant AD Jürgen Rose. Inhaltlich wird gleich der Professor Meissner, Professor für alte Geschichte, der die Moderation hier auch leitet, nochmal einsteigen. Das überlasse ich ihm, kann er, denke ich, mal besser als ich. Und der Mann, der, sage ich mal, den Titel für diese Veranstaltung geboten hat, mit seinem Buch Innere Führung auf dem Prüfstand, Major Marcel Bonnert. Alter Bekannter in dieser Universität. Und ich denke einfach mal, dass wir gleich, das werden wir auch sehen, eine gute Veranstaltung haben werden. Und deswegen möchte ich jetzt auch übergeben an meinen Referenten Max Philipp, der jetzt einfach mal so einen inhaltlichen Einstieg macht, damit jeder weiß eigentlich, was diskutieren wir hier und wie gehen wir hier vor. Dankeschön. Bisschen höher muss es. Sehr geehrte Gäste, werte Kameradinnen und Kameraden, ich begrüße Sie auch vom Referat Führungskultur aus ganz herzlich hier bei dieser Veranstaltung und freue mich außerordentlich über jeden Gast, der den Weg heute Abend zu uns gefunden hat. Sie kennen das mit dem, zumindest die Soldaten unter uns, kennen das mit dem methodischen Einstieg. Auch ich habe hier einen gewählt. Obacht, es wird jetzt ganz kurz ein wenig lyrisch, und zwar mit einem Gedicht. Nicht der Pflicht nur zu genügen, was sie fordert und verlangt. Nicht der Stunde nur zu leben, was sie nimmt und was sie dankt. Freunde, einem stolzern Wollen gelte unseres Tages Lauf. Ja, auch wenn es sich reimt, ist das aber dennoch kein Deutschrap. Nein, diese Verse, entnommen einem alten Studentenlied, sind über 120 Jahre alt. Und doch tragen sie eine Art zeitlose Wahrheit in sich. Die wohl präsenteste Pflicht eines studierenden Offiziers ist der Auftrag, an dieser Universität einen Masterabschluss zu erlangen. Und das möglichst schnell und möglichst gut. Ich behaupte aber, der Pflicht nur zu genügen, sich also ausschließlich auf die
formelle Erfüllung dieses Auftrages zu beschränken, reicht eben nicht. Dies zu tun hieße, nicht nur die dahinterstehende Absicht nicht verstanden zu haben, eventuell hieße es sogar, den Kern des eigenen Berufs nicht durchdrungen zu haben. Die Universität kann eine angenehme Blase sein, wir alle wissen das. Sie kann stellenweise vergessen machen lassen, dass wir alle aus dieser Blase früher oder später hinaustreten müssen, um zu führen. Um militärischer Führer, das heißt ausbilden, erziehen. Im äußersten Fall, der zugleich aber konstituierendes Merkmal unserer gemeinsamen Berufung ist, heißt es kämpfen, töten oder getötet werden und eben dies auch von seinen Untergebenen zu verlangen. Das muss er, der Offizier, mit allen Konsequenzen, nicht zuletzt auch vor sich selbst, verantworten. Diese besonders in einer Demokratie herausragende und besondere Rolle verlangt von uns ein Bewusstsein für unseren Dienst, Werte, Orientierung und eine klare Haltung. Nicht zuletzt, da die Rahmenbedingungen wohl eher immer komplexer und fordernder werden. In diesem Sinne verbietet es sich also für einen Offizier, für 4 Jahre in ein militärisches Moratorium hinabzugleiten. Das heißt aber auch nicht, den geistigen Charakter dieser Studienzeit zu verkennen. Im Gegenteil, neben dem Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit und für den einen oder anderen auch der Arbeit an seinem Oberarmumfang, gilt es hier in dieser Zeit, den Charakter zu schärfen, das Profil zu festigen und sich intellektuell mit den Herausforderungen des Offizierdaseins auseinanderzusetzen. Und genau hier schließt sich auch der Bogen zum Referat Führungskultur. Denn wir wollen uns diesen Fragen als Kameraden annehmen. Wir wollen Plattform sein, um gemeinsam Werte, Orientierung und Selbstverständnis zu suchen und zu bestimmen. Dazu haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eben solche Veranstaltungen wie die heutigen zu organisieren. Und zwar als Angebote für euch, liebe Kameraden und Kameradinnen. Wir wollen dabei allerdings nun wirklich kein Stammtisch der selbstreferenziellen Eigenbeweihräucherung sein. Stattdessen wollen wir diskutieren, wenn nötig auch streiten. Und ich denke, diese Maxime zeigt sich auch in der Besetzung mit unseren heutigen Diskutanten. Ich erinnere an dieser Stelle ebenfalls gerne nochmal an den gelungenen Vortrag des Generalmajor A.D. Spindler im letzten Jahr. Und der Dank unseres Referats für diesen hervorragenden Startschuss geht an meinen Vorgänger, Herrn Leutnant Ivan Ruppel, seinen Stellvertreter, Herrn Oberleutnant Thomas Lindenbecker, der sich auch um diese heutige Veranstaltung sehr verdient gemacht hat, und an die Kameradschaft Panzergrenadiere. Ob man mit Blick auf die Einladung eines weiteren Panzergrenadiers heute, Herr Major, wo ich schon von einer Art Panzergren-Connection an der HSU sprechen kann. Doch zurück zum Hier und Jetzt. Wichtig ist nämlich immer das gemeinsame Ziel, nämlich das stolzere Wollen im studentischen Alltag nicht aus den Augen zu verlieren. Mit der Bereitschaft zur Teilnahme an der heutigen Veranstaltung ist bereits ein guter Schritt in diese Richtung, nicht der Pflicht nur zu genügen, getan. Ein nächster Schritt könnte in eine unserer kommenden Sitzungen führen. Alle sind übrigens hochschulöffentlich und es gibt mehr als genug Gelegenheiten, sich einzubringen. Jetzt freue ich mich aber zunächst ganz besonders, an den Moderator des heutigen Abends, Herrn Professor Burkhard Meissner, zu übergeben. Ich stelle ihn dazu ganz kurz vor. Wir machen es auch besonders knapp. Herr Professor Meissner ist seit 2004 bei uns an der HSU angekommen, nach einer Reise durch viele, viele Stationen, die ich jetzt hier nicht alle nenne. Rom, Bielefeld, exemplarisch genannt, um die Bandbreite abzubilden. Ja. Hier an der HSU hat er nun die Professur für alte Geschichte inne. Und da kann man vielleicht, wenn man ihn nicht kennt, sich schon die Frage stellen, was hat jetzt genau dieser Mann mit innerer Führung zu tun? Dem Fragenden seien hier 2 Dinge gesagt. Erstens, Herr Professor Meissner ist nicht nur Herr Professor Meissner, sondern hat Wehrdienst geleistet und trägt mittlerweile den Dienstgrad Oberstleutnant der Reserve. Zweitens ist er außerdem maßgeblich an der Akkreditierung sowie der Durchführung des Studiengangs Militärische Führung und internationale Sicherheit an der Führungsakademie der Bundeswehr beteiligt. Bei alledem hat er zusätzlich immer noch ein offenes Ohr für junge Studenten und auch für fragende junge Offiziere und Offizieranwärter. Dafür, dass Sie, Herr Professor Meissner, heute Abend bei uns sind, danken wir Ihnen herzlich, wünschen uns allen spannende Gespräche und damit überlasse ich Ihnen jetzt das Podium. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die kurze Einführung. Ich möchte es gerne genauso kurz machen und werde deshalb auf Identitäten und Differenzen nur hinweisen.
Das heißt, ich möchte die zwei Vortragenden daraufhin vorstellen, was sie miteinander oder mit mir gemeinsam haben oder was sie voneinander oder von mir unterscheidet. Und dann werden Sie am Ende verstehen können, warum Sie so diskutieren, wie Sie diskutieren. Es sei denn, ich habe meine Vorstellung falsch gemacht. Dann werden Sie das natürlich dann trotzdem nicht verstehen. Der erste nach dem Anciennitätsprinzip ist Jürgen Rose, Pädagoge, Absolvent eines Pädagogikstudiengangs in München. Das ist etwas, was beide Diskutanten gemeinsam haben. Sie sind beide Pädagogen und ich habe das mit Ihnen nicht gemeinsam. Ich bin nicht Pädagoge. Herr Rose ist etwa meine Generation. Ein Jahr vor mir ist er in die Bundeswehr eingetreten, war zunächst Raketenartillerist, das war ich auch. Er ist dann aber zur Luftwaffe gegangen, um dort Berufssoldat zu werden, hat in München Pädagogik studiert und hat dann vor allem als wissenschaftlicher Mitarbeiter längere Zeit an der Universität der Bundeswehr in München zugebracht und außerdem am George C. Marshall Center. Sein Interesse in dieser Zeit hat sich ein wenig von der Pädagogik, man könnte sagen, weg, hin zur Theorie der internationalen Beziehungen und zur, wenn Sie so wollen, Sicherheitspolitik entwickelt. Er hat den Stabsdienstlehrgang an der Führungsakademie im Jahre 1997 absolviert, war dann längere Zeit im Luftwaffenamt in Köln-Wahn. Und in einem gewissen Sinne eskaliert ist die Situation, als er im neuen Jahrtausend kritisch anmerkte, dass die Teilnahme an bestimmten Formen der Auslandseinsätze der Bundeswehr rechtlich nicht ohne weiteres gedeckt sei. Von daher rührt sein Interesse für das Einsatzrecht, also für das Recht der Intervention der Bundeswehr in andere Länder. Er ist seit 2010 aus gesundheitlichen Gründen zur Ruhe gesetzt. Das heißt aber nicht, dass er Ruhe hält, sondern er ist eines der lautstärksten und aktivsten Mitglieder des Darmstädter Signals. Das Darmstädter Signal ist ein Kreis kritischer Bundeswehrangehöriger und ehemaliger Bundeswehrangehöriger, die das, was die Bundeswehr macht, plant und tut, publizistisch, diskutierend, das heißt vor allem mit Buchpublikationen und mit Internetpublikationen begleitet. Mit anderen Worten, gemeinsam haben wir die Generation. Der Unterschied ist, ich bin noch bei der Bundeswehr. Und damit kommen wir zu Major Bohner, der gehört einer anderen, einer sehr viel jüngeren Generation an. Er ist in dem Jahr, in dem Herr Rose in die Bundeswehr eintrat, zwei Jahre nach dem Jahr, in dem Herr Rose in die Bundeswehr eintrat, geboren worden. Das heißt, er lebte noch gar nicht, als Roses Bundeswehrkarriere begann. Er stammt aus Schwerin, hat hier bei uns in Hamburg eine längere Zeit eine Studentenfachbereichsgruppe geleitet, nachdem er vorher in Hamburg Pädagogik studiert hatte. Mit ihm gemeinsam habe ich, dass wir uns beide gegenseitig sehr intensiv belehrt haben. Er hat am Studiengang MPhys, Master Militärische Führung und Internationale Sicherheit, studiert und ich hatte das Vergnügen, einer seiner dortigen Dozenten zu sein. Und er hat mich umgekehrt, als Gegengabe, hat er mir das Handgranatenwerfen beigebracht. Er ist publizistisch ähnlich aktiv, wie es die Mitglieder des Darmstädter Signals sind und wenn ich es recht sehe, stammt der Kern seines Engagements aus dem Erlebnis gerade von Afghanistan selbst. Seine Vorstellung davon, wie diese Erlebnisse, die er dort gehabt hat, vor dem Hintergrund der Lehrsätze der inneren Führung zu durchdenken sind, das hat er, nachdem er das mit vielen jüngeren Studenten durchdacht und diskutiert hat, in mehreren Büchern publiziert und dabei angemahnt, dass das, was wir als innere Führung behandeln, wahrscheinlich neu gedacht werden muss vor dem Hintergrund der Einsätze. Die Frage, die er aufwirft, ist innere Führung für eine nicht mehr Wehrpflichtarmee, für eine nicht mehr nur Verteidigungsarmee, dasselbe wie innere Führung vor 30 Jahren? Und diese Frage, die er aufwirft, hat er in mehreren Büchern, wie gesagt, beantwortet. Alle diese Antworten sind auf großes öffentliches Interesse gestoßen, aber nicht unbedingt in allem auf ungeteilte Zustimmung. Was wir heute machen wollen, ist, wir wollen über diese Fragen diskutieren. Die alten Säcke, Rose und Meißner, genauso wie die jungen Wilden um Bonert,
werden sich doch wohl vernünftig über die Grundsätze unserer Führungskultur unterhalten können. Und das hoffe ich, als Moderator ein bisschen anleiten zu können. Ich hoffe, es wird mir vergönnt sein, nicht die Rolle zu spielen, die ein Moderator in einem Atomkraftwerk übernimmt. In einem Atomkraftwerk ist der Moderator dafür zuständig, dass die Kettenreaktion bei möglichst hohem Niveau nie abbricht. Es wird dort sehr heiß. So heiß, dass man es als Mensch dort gar nicht aushalten kann. Ich verstehe meine Moderatorenrolle in den nächsten Minuten so, dass wir es sehr wohl, sehr gut miteinander aushalten wollen und können. Und was ich dazu beitragen kann, das werde ich auch tun. Gemeinsam werden wir hier, wenn wir es nur wollen, eine schöne Diskussion haben. Und das bringt mich zum Ende meiner Einleitung. Und dazu ganz herzlich zu bitten, dass Herr Rose uns zunächst einen kurzen, circa viertelstündigen, Herr Bohnert, ich hatte mich auf die Anciennität bei der Vorstellung konzentriert und dachte, es geht immer mit Anciennität weiter. Dazu führt es, wenn man ins Alter kommt, wo man sich wirklich nicht mehr jung fühlen darf. Herr Bohnert und dann Herr Rose werden jeweils ungefähr 15 Minuten eine kurze Präsentation machen, werden dann anschließend darüber und über die Fragen, die Sie sich gleichsam gegenseitig damit stellen, debattieren. Und dann würden wir sehr gerne eine Diskussion anschließend sehr bald offen für Sie alle, mit Ihnen allen und mit den Fragen, die Sie alle stellen, einleiten. Ich bitte also nicht Herrn Rose, sondern Herrn Bohnert auf das Podium. Ja, Herr Professor, erstmal vielen Dank für die freundliche Einleitung, auch den Organisatoren für das auf die Beine stellen dieser Veranstaltung. Nach Etikette müsste ich hier natürlich noch einige andere begrüßen, das erspare ich mir aber, da mir zumindest gesagt wurde, dass ich 20 Minuten Zeit habe und die jetzt nicht damit verbringen möchte, hier alle möglichen Menschen zu begrüßen. Und wir wollen es halt auch kurz und vor allem interessant halten, das ist mir halt relativ wichtig. Bevor ich starte, möchte ich trotzdem noch zwei Kameraden hervorheben. Zum einen ist das mein Freund Robert Sedlacek-Müller, der an dem anderen Ende Hamburgs wohnt und heute gerne hier gewesen wäre. Allerdings ist der 6.3. ein Tag, bei dem sich jährlich seit 16 Jahren, ich nenne es mal so, seine Seele eintrübt. Er ist am 6.3.2002 in Kabul bei einer Bombenexplosion dabei gewesen, wurde schwer verwundet, hat zwei deutsche Kameraden verloren und einige andere wurden dort auch noch verwundet. Und jährlich am 6.3. düstert seine Stimmung ein und er hat deswegen darum gebeten, dass ich ihn entschuldige, das tue ich natürlich, hat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und das ist sicherlich auch etwas, das eine Konsequenz all dessen ist, das wir hier besprechen, also die Auslandsansätze der Bundeswehr und was sie mit uns Soldaten machen. Zum Zweiten möchte ich, das ist ein etwas freudigerer Anlass, einen Afghanistan-Veteran begrüßen, Daniel Olf. Ich kenne den guten Mann nicht, der hat mich angeschrieben und hat gesagt, 6.3., toller Termin, da habe ich Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, ja okay, am 6.3., wenn Sie da Geburtstag haben, wollen Sie trotzdem dann zu dieser Veranstaltung kommen? Und hat gesagt, nein, weil ich Geburtstag habe, möchte ich zu dieser Veranstaltung kommen. Und das ist natürlich was, was mir eine große Ehre ist, da bedanke ich mich für und wünsche ihm auch alles Gute und dafür ja, oder hoffe, dass er diese Veranstaltung auch entsprechend so verbringt, wie er sich das für seinen Geburtstag gedacht hat. Zu meinem Einstieg. Ich habe in mein Buch geschaut und habe mir mal einige Zitate rausgesucht, die zeigen sollen, dass die innere Führung kontrovers diskutiert wird, und zwar seit ihrer Etablierung in den 1950er Jahren. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, der hier im Raum ist, also der Titel der Veranstaltung deutet das sicherlich schon an, aber in meinen jungen Jahren in der Bundeswehr bin ich davon ausgegangen, dass es ein feststehendes Konstrukt ist, an dem es eigentlich nichts zu rütteln gilt. Und wenn man tiefer reinschaut, dann merkt man schon, dass es seit Jahren oder auch Jahrzehnten etwas ist, das zumindest in wissenschaftlichen Kreisen heiß diskutiert ist und das auch immer wieder in politischen Auseinandersetzungen heiß diskutiert wurde.
Und da habe ich mir gedacht, ich werde mal sozusagen von den leidenschaftlichen Befürwortern und von den Kritikern einige Zitate präsentieren, die etwas repräsentativ für diese Debatte stehen sollen. Und da fange ich erstmal mit den leidenschaftlichen Befürwortern an. In der Zeitschrift für innere Führung Anfang letztes Jahres hat eine Redakteurin geschrieben, dass die innere Führung ein zeitloses Pfund ist. Also hier die These, dass diese Führungsphilosophie seit den 1950er Jahren unverändert ihre Gültigkeit hat und behält. Und der Kommandeur des Zentrums Innere Führung hat in derselben Zeitschrift eine Ausgabe später gesagt, dass auch das für die Einsätze der Bundeswehr gilt. Also dass die innere Führung sich auch in den Einsätzen der Bundeswehr unter den Härten dieser Einsätze bewährt hat. Und im Jahre 2016, ich konnte an diesem Vortrag persönlich teilnehmen, hat die Verteidigungsministerin alt und neu eine relativ beeindruckende Rede gehalten, in der sie gesagt hat, dass die innere Führung ein bewährter Kompass ist und andere diesen sich mühsam erarbeiten müssen. Bedeutet, dass sie also davon ausgeht oder sagt, dass andere Streitkräfte bestrebt sind, sich auch im Sinne unserer inneren Führung zu entwickeln. Und das Weißbuch, also so etwas wie unsere nationale Sicherheitsstrategie, wenn man das mal so bezeichnen möchte, sagt etwas Ähnliches. Sie nutzt das, dort wird das Wort beneiden genutzt. Also hier wird im Prinzip gesagt, dass andere Armeen oder andere Gesellschaften neidisch auf das blicken, was wir als Führungsphilosophie in unserem Militär haben. Also diese These vom Exportschlager innere Führung. Und die letzten beiden Zitate, die sind so ein bisschen in den Bundeswehrskandalen des letzten Jahres relevant geworden. Da wurde ja die innere Führung erstmals seit langer Zeit öffentlich mal wieder etwas intensiver diskutiert. Und die Aussagen, die da drin stecken, sind im Prinzip, dass diese Skandale im Jahre 2017 uns nicht zeigen, dass die innere Führung obsolet ist, sondern das Gegenteil, dass sie jetzt erst recht Anwendung finden muss und relevanter denn je ist. Und bevor ich selber richtig einsteige, möchte ich nochmal zur Gegenseite kommen. Wir haben ja erst mal das Zitat eines Professors, der an der Führungsakademie seit Jahrzehnten Generalstabsoffiziere quält. Und er sagt, im Prinzip ist es egal, was sie glauben, was innere Führung ist. Wenn sie es falsch verstehen, interessiert es am Ende auch niemanden. Wir sind jetzt in diesem Raum vielleicht 80, 100 Leute. Wenn ich jetzt jeden von Ihnen frage, was ist für Sie innere Führung, kriege ich wahrscheinlich 80 oder 100 verschiedene Antworten. Und das sagt er, und wenn Sie es falsch verstehen oder eine andere Meinung haben, dann hat das aber auch keine Konsequenzen und keine Folgen. Der ehemalige Leiter Studentenbereich, Oberst IG Dr. Uwe Hartmann, der hat hier vor 6 oder 7 Jahren noch die Hauptaufsicht über die jungen Studierenden gehabt, sagt, dass die innere Führung derzeit auf keinem festen Fundament steht. Und der sicherheitspolitische Experte der Tagesschau, Christian Thiels, sagt, dass zwar viel über innere Führung geredet wird, sie aber in der Praxis zunehmend an Bedeutung verliert. Und 2 Zitate habe ich noch. Erstmal das Zitat eines sicherheitspolitischen Bloggers, relativ bekannt, Sascha Stoltenow, der auf die Aussage eines Generals, der gesagt hat, die innere Führung an sich ist gut, sie durchdringt nur die Truppe nicht, geantwortet hat, dass er eigentlich nur eines von beiden stimmen kann. Entweder die innere Führung ist gut, dann durchdringt sie aber auch die Truppe, oder sie durchdringt die Truppe nicht, dann kann sie aber auch nicht gut sein. Das ist im Prinzip das, was er mit diesem Zitat sagt. Und nochmal Professor Hamann von der Führungsakademie, der sagt, dass Kritik an der inneren Führung eigentlich tabuisiert und ignoriert wird, systematisch. Und diese letzte Aussage deckt sich auch so ein wenig mit meinen eigenen Erfahrungen. Wenn Sie beginnen, sich kritisch mit der inneren Führung auseinanderzusetzen, dann wird das von außen so wahrgenommen, dass Sie dort einen Tabubruch begehen oder vornehmen. Sie begeben sich sofort in eine emotional hoch aufgeladene Debatte. Und im Band Armee im Aufbruch, das ich mit jungen Offizieren hier an dieser Universität gemeinsam zusammengestellt habe, hat sich das so schön exemplarisch gezeigt. Da gab es Rechtsradikalismusvorwürfe, die Vorwürfe von Kriegstreiberei, Vorwürfe, dass sie die toten Gräber der militärischen Führungskultur wären und so weiter.
Wenn Sie sich tiefergehend mit innerer Führung beschäftigen, ist allerdings paradoxerweise genau das eigentlich etwas, das die innere Führung fordert, sich kritisch mit ihr selbst auseinanderzusetzen. Da wird vermutlich sogar Herr Rose mir zustimmen. Sie können über innere Führung diskutieren und sogar das Konzept selbst in Frage stellen. Das ist sozusagen etwas, was die innere Führung eigentlich beinhaltet. Aber in der Praxis wird das in dieser Form meiner Ansicht nach zumindest nicht so gelebt. Und wenn wir uns jetzt fragen, woher dieser Disput rührt, also wie diese fundamental unterschiedlichen Meinungen zur inneren Führung, die ich jetzt gerade präsentiert habe, zustande kommen, dann finden wir als Antwort zum Beispiel das Modell eines Wissenschaftlers, hier Elmar Wiesendahl, der die Idealtypen Athen und Sparta entworfen hat, um den Disput, den es in der Bundeswehr um innere Führung gibt, mal ein bisschen greifbarer und handhabbarer zu machen. Und das Selbstverständnis des Soldaten, das sagt er, pendelt im Prinzip zwischen diesen beiden Polen, zwischen Athen und Sparta. Athen steht dabei symbolisch für ein weltoffenes Gemeinschaftswesen. Grundwerte wie Demokratie, Menschenwürde, Gleichheit, Solidarität, Gerechtigkeit. Und dieser Bereich Athen deckt sich auch weitgehend mit dem, was wir offiziell uns als Führungskultur in der Bundeswehr verordnet haben. Und an der anderen Seite steht der Idealtyp Sparta. Sparta symbolisch für eine umweltverschlossene Kriegergesellschaft, die auf militärische Tugenden setzt, wo militärhandwerkliche Professionalität im Vordergrund steht und wo der primäre Bezug der Kampf ist und eine hohe Kampfmoral. Und in der intensiven Phase des Afghanistan-Einsatzes, in der die Bundeswehr erstmalig mit schweren Anschlägen und Gefechten, vielen Gefallenen und Verwundeten konfrontiert war, ist das Pendel meiner Ansicht nach stark in Richtung Sparta gependelt. Zumindest für weitere Teile der Generation Einsatz, also derjenigen, die diese Erfahrung gemacht haben. Was Sie hier sehen, sind alles Bilder aus meiner eigenen Einsatzzeit in Kunduz 2011. Und Sie können vielleicht verstehen, warum ich das, was ich dort erlebt habe, bewegt habe und warum ich Schwierigkeiten hatte, das Ganze in Deckung mit den Grundlagen der inneren Führung und des Idealmodells Athen zu bringen. Und mein Anliegen ist halt, diese Praxiserfahrung dazu zu nutzen, die Theorie zu korrigieren, weiterzuentwickeln oder zumindest eine realistische Sicht auch theoretisch im geistigen Überbau sozusagen in der Bundeswehr zu verorten. Und um über meine persönlichen Eindrücke hinaus das Ganze auch ein bisschen zu validieren, habe ich neben einer umfangreichen Literaturrecherche und Gespräch mit Kameraden auch eine eigene Befragung durchgeführt, die auch Kern meines letzten Buches sind, wo ich Offiziere und Stabsoffiziere befragt habe, wie sich ihrer Ansicht nach oder in welchen Bereichen sich ihrer Ansicht nach die innere Führung im Afghanistan-Einsatz bewährt hat und in welchen Bereichen die innere Führung sich im Afghanistan-Einsatz nicht bewähren konnte oder wo sich die Defizite am stärksten gezeigt haben. Und ja, wenn Sie diese Grafik jetzt sehen, die setzt natürlich ein bisschen Grundlagenwissen voraus. Auf der Y-Achse sehen Sie hier die 10 Gestaltungsfelder der inneren Führung und die 4 Ziele und Anforderungen der inneren Führung. Aber selbst für jemand, der mit einem Laienblick sozusagen hier drauf schaut, dürfte relativ klar sein, dass das kein eindeutiges Ergebnis ist. Ja, sondern dass bei so einem Ergebnis klar sein muss, dass man hier mal sehr genau hinschaut und prüft, ob das, was wir uns offiziell verordnen, eigentlich in der Praxis so funktioniert. Das ist nicht repräsentativ, das ist nur illustrativ, aber die Offiziere, die ich befragt habe, hatten meiner Ansicht nach zumindest ein sehr hohes sicherheitspolitisches Verständnis. Die sind alle auf dem Generalstabs-Admiralstabslehrgang gewesen oder hatten ihn schon beendet. Und ich habe das Ganze deshalb als Expertenbefragung tituliert. Gut, was fällt auf? Als erstes fällt auf, dass einige Gestaltungsfelder der inneren Führung offensichtlich gar nicht als Teil der inneren Führung wahrgenommen werden. Also wir sehen es hier am Beispiel Dienstgestaltung, Informationsarbeit, Organisation, Personalführung. Entweder war das im Einsatz irrelevant in irgendeiner Art und Weise oder diejenigen, die diese Befragung beantwortet haben, haben diese Dinge gar nicht mit der inneren Führung in Verbindung gebracht. Und wenn man dann fragt, welcher Bereich sich offensichtlich nach weitgehender Meinung am besten bewährt, dann ist es vor allem die Menschenführung. Ja, hier haben wir auf dem blauen Bewährungsbalken den höchsten Aufschlag.
Es ist also schon so, dass die Kameradschaft, der interne Zusammenhalt, die kleine Kampfgemeinschaft, der Mensch im Mittelpunkt, das Füreinander, Miteinander als positiv bewertet werden im Einsatz und auch auf die innere Führung zurückgeführt wird. Also hier trotz der Gegenstimmen, viele, die gesagt haben, also da bewährt sich unsere Führungsphilosophie. Und wenn wir in die andere Richtung schauen, wo also der rote Balken am meisten ausschlägt, dann ist das hier unten bei der Legitimation und hier auch im sehr deutlichen Widerspruch zu den positiven Bewertungen. Legitimation ist so ein bisschen die Sinnvermittlung. Ja, auch das strebt die innere Führung an. Sie möchte den Soldaten den Sinn eines Einsatzes greifbar machen. Und angesichts der etwas verschärft formuliert Strategielosigkeit über die letzten Jahre Afghanistan hat sich vielen Soldaten die Erklärung für diesen Einsatz nicht wirklich erschlossen. Ja, das spielt natürlich so ein bisschen diese Wahrnehmung des Einsatzes in Deutschland hinein, die Kampfrealität, die Truppen vor Ort tatsächlich erfahren haben und die beschönigende Darstellung dieses Einsatzes hier in Deutschland vor Ort, die Indifferenz der Bevölkerung so ein bisschen. Aber das zeigt eben, oder das zeigt eben, dass die innere Führung in diesem Bereich offensichtlich ihren eigenen Anspruch nicht erfüllen konnte. Ja, da kann man jetzt der inneren Führung die Schuld geben oder der Politik oder dem Militär oder wem auch immer. In jedem Falle sage ich, müssen wir mal diese Führungsphilosophie unter die Lupe nehmen und mal schauen, ob das eigentlich noch zeitgemäß ist und in der Praxis irgendeine Relevanz hat. Gut, und um dann auch in meinen 20 Minuten zu bleiben, habe ich hier nochmal ein Zitat, das ich kürzlich gefunden habe, von einem britischen Oberst, der inzwischen entlassen ist, Tim Collins. Das ist nicht irgendein entlassener Oberst, sondern jemand, der weltweite Bekanntheit genießt. Er hat 2003 am Vorabend der Irak-Invasion als Bataillonskommandeur zu seinen Truppen gesprochen. Und diese Rede hat so einen kleinen Legendenstatus entwickelt. Die wurde aufgezeichnet von einer Journalistin und ist wirklich beeindruckend, selbst wenn man die sich durchliest. Und sein Satz, den er da im letzten Jahr gesagt hat, lautet: Do we want an army that reflects society or one that can fight? We cannot have both. Also zu Deutsch: Möchten wir eine Armee, die die Gesellschaft repräsentiert?